Wollen wir jetzt mal anfangen? Wir mussten ausgerechnet der Championship-Typ schnell Wohl sein. So, Reihenfolge, wie ist das? Es muss ja Soul als erstes neues Jahr, neues Glück oder war dieses Jahr schon? Neue Season, neues Glück, wenn denn überhaupt. Genau, da muss Soul ein Auto auswählen. Warum ich? Dann nehme ich. Du hast 0 Punkte, also. Dann nehme ich, was war das? Mercedes, ne? Ist scheißegal. Es ist egal, was du willst. Der Server gibt dir das Ding vor, glaube mir. Ich weiß, so, dann kommen sicherlich ich, oder? Der Server weiß, was du willst. Der weiß, was. Zum Mädchen müsste dann ja ich sein. So, wen haben wir denn noch auf dem Server? Dann. Nur noch ihr beide müsst euch entscheiden. So, hat Tomete zuerst gewählt? Ja. Ja. Okay, cool. Dann hat Stevie gewählt? Okay. Ja. Dann. Ach du Scheiße, ich muss von Lester starten. Warum muss ich dich jetzt führen? Das ist so scheiße. Ja, beschwer dich doch. Ja. Deswegen sag ich das ja. Achso, die Aufnahme muss ich noch starten, wäre sinnvoll. Meine läuft schon seit 2 Minuten. Ja, man muss es ja nicht übertreiben. Ach, da von vorne, ist doch nicht falsch. Das ist richtig. Oh gut. Alles gut. Ich fühle mich so allein hier vorne. Ja, glaubt ihr das? Obwohl, na, bei dir bin ich mir nicht sicher, ob sich das noch ändert. Oh Gott. Ach, scheiße, ich bin noch dran. Wahrscheinlich werden wir heute sowieso wieder 2-Klassen-Gesellschaft haben. 5 Stunden war nicht genug, ich bin nicht warm gefahren für heute. So, erstmal gucken, wie HP2 sich mit neuen Controller fährt, wa? Das geht doch. Hatte ich eigentlich damals in die Boxengasse gepauscht? Nein. Okay, weitergehen. Nee, wir müssen uns resetten. Ich habe einen Unfall gebaut und musste mich leider resetten. Alter Kirsch, Alter. Oh nein. Man muss halt dazu sagen, ich habe keine Todeszone eingestellt, weil brauche ich ja nicht. Gut. Oh, ich Idiot, wieso nehme ich denn den Weg? Der Wagen ist mir zu schnell fürs Einfahren. Dazu muss ich mich jetzt dann gewöhnen, dass mein Bremsknopf nicht auf den Schultertasten ist, weil Dennis und ich erstmal was rausgefunden haben. Ja, der Controller kann nur kombinierte Achse. Der konnte der Xbox übrigens auch nur. Ja, die Schultertasten hinten sind kombiniert. Das heißt, wenn ich die eine drücke, reagiert die andere nicht. Zwar auch irgendwie, aber wenn ich beide gleichzeitig drücke, bin ich wieder auf Nullstand. Das Gewicht sich halt gegenseitig, weil du halt nur eine Achse hast. Wow! Ja. Ich glaube, dabei üben habe ich heute die scheiß Abkürzung, die ich immer nehme, kein einziges Mal genommen, ne? Und wenn es dann drauf ankommt. Ja, ich. Ja. Ja, ist er. Oh Mann. Bestimmt wird Kirsche heute gewinnen. Man muss halt sagen, dass der Xbox 360, den ich vorher hatte, auch kombiniert hatte. Das ist echt bitter im Grunde. Ich weiß nicht, ob das jeder Controller so hat. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du einen zu Hause hast und mal gucken kannst bei dir. Ja. Aber darauf hast du nicht mehr reagiert, genauso wie auf meine Stream-Story. Och Mann, Alter! Weil ich meine, das typische ist, du schreibst den so Sachen, der überliest vieles oder reagiert da nicht drauf. Ich hab's nicht überlesen, aber was soll ich da groß sagen? Ja, nee, weil auf die Controller-Sache hast du nicht reagiert und darauf, dass ich nicht weiß, ob ich wegen Streamen und Third Ready. Weil ich dir gesagt habe, dass das mit der 1060 Videocodec Probleme hatte. Mach doch einfach, was soll ich fragen? Oh mein Gott, ich hab mich gefragt, ich hab gesagt, ich bin mir nicht sicher. Das Rennen ist so scheiße. Jetzt habe ich mit dem ersten Rennen schon Kirsche die Meisterschaft geschenkt, glaube ich. Genau. Ich hab so einen Rückstand zum Gyroskopstand, ich hab einen Unfall zwischen. Das würde ich auch gerne, aber ich durfte mich ja schon resetten.
Oh. Ja, ja. Was hab ich denn verpasst in, wegen der Frage? Hab ich heute den... Ja, ich hab hier heute die Finger geschnitten, aber aktuell merke ich da nichts von. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nee, Krankenwagen besser nicht, der ist langsam als ein Zähl. Die letzte Runde. Okay. Heute muss ich mir jetzt nicht dran denken, die Segment-Split-Taste zu drücken für den Live-Split-Timer. Aber von wegen Aufnahme, ich habe mir jetzt ja vorgenommen, mehr aufzunehmen dieses Jahr. Ich hoffe, ich halte mich auch dran. Aber ich bin ja mal eher gespannt, ob diesmal bei dem Video YouTube nicht wieder meckert. Ich habe ja so einige Funktionen jetzt auf der Stelle nicht gefunden. Wenn ihr wüsstet, wie ich das gelöst habe, dass der das Lied anzeigt. Ja, das hilft nicht viel. Sagen wir mal so, mein letztes TRR-Video hatte einen Grund, warum ich das nach hinten schieben musste. Nee, das Ding ist halt nicht... Labels. Ich hab das nicht gefunden mit dem Greenscreen auf Anhieb und deswegen habe ich jetzt OBS, nicht OBS hier, Teams und wie heißt es hier, Winamp, da habe ich eine eigene Instanz für OBS offen und habe alles, was nicht sichtbar sein soll, habe ich mit schwarz überdeckt. Microphone activated. Warum machst du denn so eine... Weil ich auf der Stelle die Greenscreen... ab. Ach, die Greenscreen ab. Ach so, verstehe. Die Greenscreen ab. Greenscreen Funktion. Du bist noch nicht so, du bist mit OBS noch nicht so ganz vertraut. Kann das? Richtig, ja. Du bist mit OBS noch nicht so ganz vertraut, oder? Nee. Weil ich capture ja Winamp auch per Fensteraufnahme rein, aber nur einen bestimmten Teil und hab einen Keying drin, dass auch wirklich nur der Text da steht. Das ist genau der Punkt, also den Chroma Key habe ich nicht gefunden und wie man nur einen Einzelteil vom Fenster macht, auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt die Teile vom Fenster mit schwarz abgeschnitten, die nicht sichtbar sein sollen. Das sieht ja gar nicht bestimmt komisch aus oder so. Also wenn ich es nicht verarbeite, sieht es natürlich komisch aus, aber ich schneide ja die Enden, die schneide ich ja ab vom Video und den Rest mache ich dann halt mit der Chroma Key Funktion. Warum so umständlich, wenn es ein Tool dafür gibt, das verstehe ich nicht. Gibt's ja auch, aber ich habe das auf der Stelle nicht gefunden, wie das geht. Ja, du, Dennis, der ist da nicht so drin bewandert. Lass ihn doch mal. Oh. Aber du nimmst das Tool ja auch nicht. Das ist so richtig, aber so wie ich es mache, funktioniert es ja auch. Ja. Und das ist jetzt nicht umständlich. Ja, nur weil ich Winamp was rauscapture mit einer Fensteraufnahme, ist das jetzt nicht umständlich. Nee, aber ich hab ja auch Fensteraufnahme, aber ich habe halt was drüber geschoben, weil ich halt das Abschneiden nicht gefunden habe. Aber einen Text einzublenden wäre weniger Belastung als ein Fenster zu capturen, aber du behauptest ja was anderes. Naja, ich habe die untere, ich habe die FPS-Anzeige unten mal droppen sehen. So, sorry, ja, die muss ist aber machen. Völlig egal, wenn jeder Frame nachher im Video unique Tomate. Ist, dann ist jeder Frame unique, da kannst du auch die FPS-Anzeige doch scheißen. Ach, Moment, fortfahren war ja gut, gerade am Überlegen, ob ich aus Versehen jetzt. So, ich darf die Chevy nicht fahren, ne? Ich muss den Mustang fahren, wa? Wollten Vauxhall fahren, hat er mir auch nicht gegeben. Na, die wollten hier, Soul und Tomate wollten beide Elise fahren, aber das wollte der Server auch nicht. Meine Art, die ich aber für die Einbindung drin habe, läuft ja. Also das ist das kleinere Problem. Und du kannst es ja in der Aufnahme ja sehen, was läuft. Du machst dir da einen Gedanken, die du gar nicht machen willst. Ja, das sagst du. Ich bin einer, der
will, dass es wenn, gut läuft. Wenn das läuft es ja auch. Als du das Tool anhattest, war jeder Frame unique. Es war jeder Frame. Ich habe extra wie keiner Sorge nachgeholt, dass du wieder runtergeladen nachgeholt. Jeder Frame war ein neuer Frame. Also was hast du denn für irgendwelche Sorgen? Die unten. Die. Ja, aber wenn jeder Frame unique ist, dann ist auch jeder Frame angekommen. Und zwar auch in einer Timespanne von 360 FPS. Ja. Ach Mann. Ich hätte da einen Unfall gebaut. Ach, ich bin so dumm heute. Ah! Ich glaube, ich bin die Bremse von HP2 nicht gewöhnt, weil ich die ja nie groß hatte durch die kombinierten. Ich habe ja immer gedacht, ich bremse und du es ja nicht. Ja, gut, du hast gewonnen, der Scheiß, fahr mir heute direkt zu warm. Ja. Stimmt, du wolltest ja eigentlich aufgehen. Soll ich das auch wieder einholen? Das ist ja schon der nächste Unfall hier gewesen, gerade in der ersten Runde. Meine Güte, ey. Boah, ist das so, ist das angenehm, fahren zu können, ohne dass der Controller meint, ey, guck mal hier, ich zieh mal ein bisschen nach links, ne? Dass ich aber auch echt lange gebraucht habe, mir mal irgendwann einen neuen Controller zu kaufen, ey. Das Bitterste ist, dass du trotzdem besser bist als ich in der HP2. Aber trotzdem besser warst damals schon. Ja, man muss aber auch sagen, du durch die Einstände der Todeszone liefst ja auch. Aber danach hatten Dennis und ich ja irgendwas mit DX gemacht, was ich niemals mehr resettet hatte. Und somit hatte ich in jedem Spiel eine schwammige Steuerung plötzlich. Nicht nur in Nice 2, sondern überall. Ich hätte einfach nur bei DX Streak eine Sache wieder resetten müssen, aber ich habe es immer wieder vercheckt. Jedes Mal. wir hatten da den Mittel. Ich dachte, Dennis, diesen Mittelpunkt ein bisschen verschoben, weil der Xbox-Controller ja einen leichten Linksdrall schon immer hatte. Und über die Zeit hinweg natürlich viel Nutzen und weil er auch schon mal Flüssigkeit abgenommen hat, dass das natürlich auch mal ein bisschen stärker schwankte auch. Und dann, die Todeszone im Dixon 2 aber. Was ist denn das? Da die Todeszone aber bei Dixon 2 mit Nice 2 nicht zusammengearbeitet hatte, mussten wir den Mittelpunkt verschieben. Somit hatte ich immer, deswegen auch immer dieser Witz mit, ich habe eine kaputte Spur. Also, dass ich nie hundertprozentig perfekt fahren konnte. Und ja. Nein, weil es keine Konstante hatte. Es war mal nur so ein bisschen ausgeschlagen, dann war es mal ein bisschen mehr ausgeschlagen, dann noch ein bisschen wieder mehr. Dann nach Bewegen war es dann wieder so, da war keine richtige Konstante drin. Ja, das heißt, so hundertprozentig, so richtig perfekt einstellen kannst du es nicht. Aber der Controller hier ist halt komplett safe-mütig. Mal gucken, wie lange, bis der mir das erste Mal bestimmt auf den Boden fällt. Ich suche schon seit Ewigkeiten, bin ich ja schon am Suchen hier, dass ich irgendwie eine Halterung habe, dass ich, wo ich den irgendwie draufstellen kann oder irgendwie hinhängen kann. Aber gut, den Xbox-Controller habe ich aber auch jahrelang viel benutzt. Dass der natürlich auch mal irgendwann mal große Abnutzungserscheinungen hat. Come on, klar. Ne? Alter, ey. Bevor ich wegen gestern, geht weiter. Was ist denn Zoll bei mir eigentlich? Ich komm dann auch mal. Gewohnt, dass Steven nicht in den. Was also nicht ist so mit in einem Rush mit den anderen beiden da. Ach man, das war scheiße. Mir macht ja erstmal Sorgen, ich bin mal gespannt, ob Noise 2 diesen Controller erkennt. Wir kennen das Thema ja mit Eingabegeräten. Ja gut, deine Runde ist trotzdem besser, Stevie. Also ist durch Skill besser gefahren und nicht nur, weil ich scheiße gebaut habe. Skill? Was ist das?
Bullshit. Nee, das war eine Mod, ne? Ich bin ganz sicher. So, ich möchte aber das Ding hier fahren. So, ach, ganz selbstverständlich den LM hier, ne? Ja. Ich nehm den da, ist das okay? Gerne, rückwärts sollte funktionieren. LM. Nee, Kirsche will lieber Elis fahren. Übrigens, ich muss drauf anweisen, ich starte bergauf. Hey, nicht so viel rutschen. Ich hab noch nicht mehr ich. Ja. Nee, ich bin gerutscht. Das wird das eher gewesen sein, weil ich gerutscht bin. Ja, genau! Oh, stell dir mal wirklich vor, das wäre so krass, weil Dennis und ich die Schneestrecken haben. Ich hab so auch. Ja, und die Physik würde da drunter mit leiden, weißt du? Wäre schon irgendwie verrückt. Kenn ich eigentlich eure Schneestrecke? Ich glaube nicht. Ich hab die gleiche wie du. Ich meinte jetzt hier Kirsche Jonas. Wie kann das sein, dass du schneller bist? Ich gebe Vollgas. Außerdem bin ich nicht schneller. Du kamst gerade etwas näher. Nicht die Wand. Geh ich noch dagegen knall und denke mir dann hoffentlich mach ich das nicht. Und dann mach ich's auch. Acht Runden lang, ehrlich. Sag mal, welchen Gang bist du hier eben gewesen? Den ganzen Retter heute genau eine, die ich manuell fahren werde. Es gibt in dem Rennen keins, was ich manuell fahre, weil ich das nicht kann. Ich kann es auch nicht, aber es gibt auch, dass die sind so scheiße, dass selbst ich das besser hinbekomme. Natürlich, voll klar. Die auch noch. Ich hab ja noch 5 Runden, sagte. Ich hab noch 5 Runden und hoffe, dass die wieder da macht. Welcher Runde er den Fehler macht? Du in der Stelle immer schneller bist irgendwie hier. Kapier ich nicht.
Vorausgesetzt, das wird was, aber ich hoffe. Zur Not lasse ich das mit PS und so. Mal gucken, wie bei der Aufnahme auf dem Bereich des Fensters. Also 30% kam bei uns an, von dem, was du gesprochen hast. Nein. Nee, da hat es ziemlich viel gefehlt. Bedeutet, ich auch gar nicht weiß, was da... irgendwas mit TeamSpeak und irgendwas mit wenn nicht und keine Ahnung. Wenn das nichts wird. Wenn ich ja. Dann lasse ich es einfach komplett weg. Also dass die Aufnahme von TeamSpeak und das könntest du doch, wie gesagt, alles einfacher genau. machen, als was du da aktuell glaub, weiß, aber hast. Ich habe es halt auf der Stelle jetzt nicht gefunden, wie das geht. Ich hatte ja, wenn ich aufgenommen habe, habe ich ja bisher immer nur das Spiel gemacht. Ah ja, die Kacke, wenn sie bei der Doppel-Klinge. Ja gut, TeamSpeak habe ich jetzt auch nicht in der Capturing. Sondern nur als Spiel. Mein Logo, meine Ecke, ich selber und die Musik. Ja. Hatte ich mal auch drin, ich habe das aber irgendwann rausgenommen. Das habe ich aber irgendwann mal rausgenommen. Also nicht, weil es jetzt schlimm war, aber ich dachte mir so, muss nicht unbedingt so. Gesagt, entweder das kriege ich jetzt einigermaßen hin. Ist dann zurecht. Wir müssen dir das mal richtig einstellen, glaube ich. Ja, das wäre vielleicht auch die Möglichkeit. Also wie gesagt, auf Schneller habe ich jetzt nicht gefunden, wie man die Aufnahme beschränkt. Also ich kann dann sagen, Bildschirmaufnahme, da habe ich keine zusätzlich. Außer dass seit das Fenster aussetzt. Cool. Ja, nee. Du, weil ich Controller nutze, habe ich auch kein Leader. Wenn du mir eins für den Controller findest, weil ich habe mal eine Webseite dafür gehabt, aber die Webseite plus dem Spiel hat es mir auf meinem Hauptbildschirm beim Reinladen nicht mehr aktualisiert. Ich musste mal raus und reintappen, damit ich das dann aktualisiere. Also die Webseite, die ich dafür mal einmal benutzt habe, kann ich vergessen. Was spricht dagegen, lieber zu nehmen? Ja, Lila, was spricht dagegen, den auch für den zu nehmen? Aber ich denke mal, rein theoretisch sollte es. Ja, also trotzdem wäre halt geil, so also wirklich, wenn eher Controller als, weißt du? Ja, aber auf dem Leader kann man auch besser die Inputs sehen, weil man halt wirklich dann, ja. Hätte theoretisch könnte man sogar Tastatur mit dem Leader machen, nur, zum Beispiel, weil du hast halt immer entweder voll einschuss oder gar nicht. Das sieht beim Lenken dann immer aus, so Wams. Weil bei der Einlenkung wird es schwierig, weil Tastatur kennt ja nur 1 oder 0. Das sieht dann. Nee, das ist für. Sag mal, Tomete, was ist eigentlich irgendwann passiert? Irgendwann passiert. Du bist irgendwann mal von mir verschütt gegangen. Aber bin ich das? Ach so, doch, es kann sein, dass ich irgendwann mal die Abkürzung verpasst hatte. Da bin ich aber gar keine Gefahr, ich bin nicht die inneren Gefahren, also... Ich sehe ihn nämlich nicht mehr auf der... doch, jetzt habe ich ihn ganz kurz gesehen, wie er gerade bei Stadt und Ziel war. Natürlich mag der wieder dafür funktionieren, aber wie gesagt... Irgendwie ja, nicht. Bei dem sieht man eben halt auch die Inputs besser, wie gesagt, weil Gas und Bremse ist ja so auf dem Controller-Oberlager. Ja, bedenke aber, dass durch die kombinierte Sache und ich die Bremse auf. Da ich die Bremse aber jetzt auf den Button gesetzt habe, damit die Bremse auch sofort mit funktioniert, wird das nicht funktionieren.
ja, halt, stopp, nice, zwei Wörter auch getrennte Achsen können, aber er erkennt die Achsen halt nicht so wie dein Lenkrad und mein Lenkrad das braucht. Weil damals gab es noch keine Lenkräder mit Kupplung und deswegen haben sich die Achsennummern verschoben. Die Sache ist, klar, du kannst bei Wheeler halt sagen, was ist was. Und somit könnte ich ihm sagen, Gas ist hinten eine der Schultertasten, aber Bremse ist wiederum eine meiner Buttons. Das würde... Oh, ja, war klar, dass ich mich jetzt noch einmal resetten muss. Ja, dann nützt du nicht viel heute. Komete, ich hab mich resetten müssen, du bist immer noch hinten. Weiß, aber zumindest bin ich wieder näher rangekommen. Oh, Kirsch ist schon durch, was soll denn das jetzt wieder? Ja, er ist on fire heute und ich fahre mir heute nur Müll zusammen. Ach Gott. Für was hat man so lange gefahren gestern, wenn das übrig geblieben ist? Ja, jetzt musste ich auch nochmal resetten, weil ich zu viel wollte. Und dann fährst du so eine Scheiße heute zusammen, also da frage ich mich. Ich werde mich aber jetzt nicht für dich extra resetten, du. Weiß. Nee, noch nicht. Ja, glaube ich, dass bei mir wird der Großteil am Rennen. Ja. Ja gut, das kann sein, ja, aber... Vor allem Ladezeiten sind bei ihm natürlich niedrig, weil er natürlich sein Spiel auf komplett niedrig gestellt hat und eine niedrige Auflösung. Da lädt natürlich schneller. Bei Dings hier, bei HP2 habe ich alles voll. Ja, man muss halt überlegen, da durch die verschiedenen Texturen zum Beispiel, bei den Hochauflösungen dauert das Laden natürlich etwas also länger. Also geht's hier gerade um Speedrun? Ja, pass auf, bei PC ist dann meistens Sieger. Die Ladezeiten alle rausgerechnet. Also bei PC-Version. Weil sie eigentlich unterschiedlich sind pro, ne, Rechner. Ja, aber in den Regeln steht ja, man soll die Zeit Realzeit machen und man soll die Zeit bei der Championship-Rennübersicht starten und den Timer stoppen, wenn man beim letzten Rund über also die Zeit. Also gang und gäbe ist es eigentlich, dass sie rausgerechnet werden bei und das finde ich halt Bullshit. Das ist halt und, eigentlich sollte meiner Meinung nach rein nur die Gesamtzeiten jedes einzelnen Rennens zusammengerechnet werden. Das wäre das Sinnreichste, ja. Also die Regeln werden von der Community erstellt. Die machen die Regeln. Also, ne? Oh. Ja? Wann ist der Suka gejoint? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Dann müssen wir aber die richtig einordnen. Ist doch jetzt gerade wirklich gerade mal irre. Komm, Kirsche gewinnt und gut ist. Also es wird jetzt Kirsche in der Pfannabend. Auf welchem Platz startet sie denn? Na, ist er jetzt... Okay. Dann rechnest du die Meter halt zu rauf auf die Zeit oder zurück. Je nachdem, du hast ganzen Abend dafür Zeit nehmen. Ich muss so immer mal lauter machen, jetzt war mir ganz schön leise. Also egal, ist es natürlich nicht zwischen den anderen Fahrern, deshalb. Ja, weil irgendeiner startet jetzt natürlich, wo er nicht starten dürfte. Asuka ist halt safe, ist halt hinter mir. Da muss das Spiel jetzt wieder. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Jetzt sind wir 6 Fahrer, ey. Holy moly. Ein bisschen spät von Asuka, muss ich schon mal ehrlich sein. Hat sie denn bei Dings hier bei Discord was an? Oh shit, nein, ich hab da was vergessen oder so. Auf Bayerisch. Wer weiß. Ja, sie war ja doch nie im TS, also. So was wie Texas-Deutscher, also wahrscheinlich, ja. Texas-Deutscher! Texas-Deutscher! Ja, gut. Ich glaube, das versuche ich irgendwie auf dem Thumbnail zu verewigen. Was? Texas-Deutscher?
Ja. Siehst du, so zumindest das Thumbnail steht nichts bis auf Texas, Deutscher. Und dann war's das. Oh, bleib gerade, du Scheißding. Ich war bei mir mal einmal so Thumbnail faul. Ich hab dann einfach ein graues Bild, meinen Rahmen zugetext mit einem Text darüber, Thumbnail vergessen. Aber kreativ bist du bei den Thumbnails, also da musst du halt. Was ist denn daran so kreativ? Nee, ich meine das jetzt gar nicht, aber was du sonst manchmal machst. Ja, ich zum genau, Beispiel Need for Speed National Forest oder so. Ach so. Ja, manchmal. Ach, ich habe auch schon ein Thumbnail leicht rötlich gemacht, weil ich mich da viel aufgeregt habe. Oder auch mal einmal die Platzierung mit drauf getan, weil ich fast immer nur diese Platzierung hatte. Ja, das kann ich diesmal auch machen. Also manchmal komme ich auf die weirdesten Ideen. Ich glaube, langsam machst du dir, glaube ich, keine Sorgen um den ersten Oberkörper. War schon im ersten Rennen klar. Bei dem Abstand, den ich wieder gelassen habe. Ja, am wichtigsten muss ich natürlich abkacken. Ich hätte gewinnen können. Ach, Karre, hör auf so rumzudriften. Nein! Lol, wieso gibt's den Hügel? Ich war so nah an zur Mete gekommen und dann genau das. Also wenn ich mit einer F50 nicht erst war, ja, dann ist wirklich ein Zack nicht in Ordnung. Der 50 ist. Normalerweise das auch. Der 50 ist? F50 ist cool, da gibt's überhaupt nichts. Danke. Das kam nämlich nicht mehr an. Vorhin. Er hat nur gesagt. Ja, das hatte ich gesagt. Okay. Es kam nur halt, der F50 ist. Er hat mit ihm gesagt, ich muss kurz überlegen, was will ich jetzt mit F50 sagen? Ist er cool? Oh. Also deine Sprachaktivierung lässt sich so ein bisschen zu wünschen übrig heute. Oh. Irgendwie eigentlich hat was ja deutlich eingestellt und dann war es eigentlich. Dann war es auch nicht. Da war es eigentlich anständig. Das ist immer wieder witzig eigentlich. Ja, super, auch nicht, dafür brüllst du mir so heute ein bisschen die Ohren zusammen, aber egal. Ja, ja. Und. Nee! Achso, so was? Ja, nein. Und Soul flüstert mich gerne ein bisschen heute an. Den müsste ich nämlich später auch noch irgendwann mal anpassen. Wobei von dem, was ich gesehen habe in dem Video, da war ja der Skill von Asuka in HP2 und NFS4, der ist ja noch weiter auseinander als bei Kirsche, ne? Bei NFS4 hat gar nicht geklappt bei mir, das war die Tomete im 13 Anfangszeiten. Da ist doch immer noch gehauen.
Wie ich nie diese Abkürzung dann nehme, die zum Mäßig da fährt. Ich halt nicht mal gegen Asuka heute angekommen, was ist das? Nicht mal gegen Asuka. Ja, die fährt normalerweise langsamer als ich. Was ist denn heute los? Du hast zu viel HP2 gespielt. Wahrscheinlich. Hättest du vielleicht einfach lassen sollen. Ich hab ja eigentlich bei mir eine neue Taktik jetzt. Asuka hat bestimmt auch die. Ich will auch gut dran machen, das stimmt. Das gibt's doch nicht. Der TRR Speedrun. Die fährt doch heute besser als sonst. Das kann doch kein Mensch erzählen. Muss geübt haben. Oder magst du in der 50 so gerne fahren? Ich glaube, wir brauchen mehr TS50 ran. Wow. Das fände ich total scheiße. Ja. TS50 und den HSV. Musste mich beim Championship zwischen einem TS50 und einem HSV-Coupé entscheiden. Die beiden standen nur zur Auswahl. Ja, und was hast du genommen? Was von den beiden ist am besten? Der HSV auf jeden Fall. Ja, aber als ich das dann auch selber mal verglichen hatte, habe ich schnell gemerkt, die recht mit Theo hatte mit dem HSV. So viel schneller als der TS50. Weil beim HSV stirbt der Gang nicht ab. Weil beim TS50, da ist der fünfte Gang Motor aus. Das ist deine letzte Runde. Das kann mit der Automatik nicht passieren. Ja gut, das muss sein. Also eigentlich schaltet die Automatik eher hoch, wenn es nicht soll, als Ja. Komm, ich wag mich das auch mal. Gucken, ob die Abkürzung so toll ist. Was für eine Abkürzung? Das Ding war zum Mädchen, wo ich immer fährt. Nee, lass das bloß bleiben. Ja, nur immer, zum Meter haut dann da immer ab. Der nimmt immer Abstand dann danach. Das hat schon seine Gründe, dass ich die nehme. Glaubt mir ruhig. Also, in der anderen Richtung nehme ich die ja auch nicht, aber in der Richtung hier, da komme ich damit einfach nicht klar mit dem normalen Weg. Nicht? Ich dachte, der wäre langsam. Mit Klasse 5 kannst du es machen. Dann mache ich aber mit 120 km/h was falsch. Okay, war nicht überzeugend genug, sagst du? Durchgehend. Ja, 120 Meter pro Sekunde, das ist schon... Ja. Jetzt habe ich wenigstens Asuka überholt. Wenn ich schon Kirsch die Meisterschaft gewinnen lassen muss. Es ist jetzt nicht wahr, was war denn da? Was? Die passt irgendwie zu dem Rennen. Da war eine. Da war die. Oh, Band. Alter, das ist doch echt nicht zu fassen. Was war da? Boah, fast die Ecke mit. Es ist doch echt zum Kotzen alles heute. Glücklicher da. Nein. Weil da wieder irgendein Scheiß im Weg war und. Oh, und dadurch weggecrasht bin. Ihr seid schon am Ende und wir sind bei der Hälfte oder so. Irgend so ein Bullshit im Weg. Ich war Zweiter eigentlich. Aber irgend so ein Bullshit im Weg, was keinen Sinn ergibt. Ach, da. Und ich kann heute nicht reden, wirklich. Also, ich glaube, jedes Rennen war bisher einfach nur Unfälle, ne? Mann. Wir sind gar nicht so extrem ein Problem heute. Ich war halt einfach nur scheiße. Bist du mal bei German Dashcam-Videos hier? Unfälle. German Dashcam-Unfälle. Der Sieg gehört dir.
Mann, 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 Alter. Ach, Azuka hat dich ja doch überholt. Ja, weil ich doch diesen blöden Unfall gemacht hab, da. Ja, das habe ich aber nicht mitbekommen, dass er dich dadurch überholt hat. Das würdest du machen, wenn das Auto sich dreht. Ha, ich hab eine bessere Rundenzeit als zur Mete. Das war bestimmt in der Runde, als du die Abkürzung genommen hast. Da bin ich aber überzeugt. Ja, genau! So, Moment, jetzt fahren wir den Porsche Carrera. Okay, alles gut. Alles gut. Nee, ich war halt nur am Überlegen, ob ich jetzt manuell machen muss. Jetzt müsste, glaube ich, wann müsste Azuka? Ich weiß gar nicht. Wir müssen uns einfach so beeilen, dass er automatisch dann macht, wann sie soll. Ja, am besten, dann machst du am besten gar nichts mehr. Du siehst dieses Menü und denkst so, ich warte. SK Azuka, ja. So. Oh, mein Gaspedal ist eingeschlafen. Ja. Nicht der Fuß, das Gaspedal, okay. Vier Runden. Warum ist das gut heute? Ist das mit der Abkürzung? Ja, dauert. Ja, Soul, bleib mal auf der Höhe, dann kann ich dir. Nein! Hier kopieren. Mann! Wofür war denn der Crash jetzt bitte? Das frage ich mich auch. Um mir mehr Sicht zu verschaffen. Da fahren mich ganz viele Autos im Weg vor meiner Meinung. Boah, war das war so unnötig. Ja, damit kann ich seit vier Rennen gehen mit unnötigen Crashes. Alter, ja, Karo, willst du untersteuern hier oder was machst du gerade? Hätte die Kurve hier kann man viel besser nehmen als. Als was wir beide gemacht haben? Ja. Besser, da kann man mit fast Vollgas durch, wenn man. Wenn man was? Wenn man was? Sag es schon! Wenn man die richtige Linie hat. Sag doch einmal was. Der Fluglinie zählt nicht. Abstellen hier wieder. Was ist diese Kurve mit Button und Schaltwürfen statt nur Schaltwürfen? Da kam ich wohl besser dran vorbei als du. Ja. Und die Abkürzung wollte ich nicht nehmen. Nimm du sie. Ich hatte keinen Bock. Ja, irgendwas ich habe sie ja gesehen, machen, was aber du falsch machst. Ich habe sie gesehen, wollte sie aber nicht nehmen. Ich weiß nicht warum. Ach komm, noch da rum, das heißt ja. Ob ich jetzt die Abkürzung nochmal mitnehmen darf? Ja, besser als vorher. Das ist schon mal gut. Gleich habe ich sie trotzdem genommen. Das muss man. Ja, du, ich habe da auch eine Wand mitgenommen. Also mach dir mal keinen Kopf, du. Das ist irgendwie echt deprimiert, wie die uns davon fahren. Boah, wird doch, Mensch.
Nicht genug. Dann lande ich schlecht. Da ist egal, ob ich diese Haarnadeln da mit einer normalen Bremse nehme. Kommt er immer besser rum. Nee, diesmal bist du vorne geblieben. Doch wieder richtig. Aber näher rangekommen bist du trotzdem. Kirsche, da vorne musst du extrem aufpassen. Ja, ja. Wände, ja, überall. Ich. Wollte ich dir aber eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß. Aber ich sag ja nicht genau, wo sie liegen. Dann bist du ja schlauer als die Cops von dem Spiel. Ja. Ja, das denken sie, ja. Das ist so wahr. Wie auch immer die Rase an das Equipment rangekommen ist. Ja. Ja, besser das Equipment als das, was sie da HP 2010 haben. Da ich hast du auch EMP und so ein Scheiß da. Ja, kannst doch selber da die Bände abwerfen und waren ganz komische Sachen, die du da dies teilweise hast. Letzte Runde. Okay, diesmal habe ich ein bisschen mit Bremse und Handbremse kommen. Komm. Ja. Wer weiß das schon? Das werden wir nie erfahren. Also ich kann jetzt, ich habe kombiniert gesagt, es kann natürlich sein, dass ich da was anderes gesagt habe und in Wirklichkeit gelogen habe, aber... Naja, ab B war Ende bei deiner Übertragung. Ich weiß. Es kommt ja immer drauf an, wie du... Richtig. Ich meine... Es gibt auch welche, die halt mitten in... einfach leiser werden. Das passiert auch. Ja, damit nehme ich die Abkürzung wieder. Scheiße! Erste Runde und vierte Runde nehme ich sie. Scheiße, ey. Meine Güte, bin ich dumm oder was? Ja, da warst du. Ja, natürlich. Weil ich wieder die Abkürzung scheiße genommen habe. Vorne, und jetzt baue ich zu viele Fehler auf einmal. Bei der letzten Runde, es geht einfach nur noch alles schief gerade. Ich glaube, das einzige Spiel, wo ich vorher super sein kann, ist NFS. NFS was? Boah, es sind noch viele NFS, wenn es alle sind. NFS 4. Glaubst du, ich war letztes Mal bei NFS 4 dabei? Ja, so, Pandi. Der ist in jedem NFS besser als sie. Nun HP 2 spielen sehen. Ich weiß nicht, wo die anders für. Jeder Sprung eine Katastrophe, ey. Ja, komm, ey, wirklich. Ja, hupen kann ich auch. Ich auch. Die letzte Runde ist einfach nur Grütze gewesen. Ja, das wär's auch noch. Doch kann ich einen richtig heftigen Fehler machen, der dann. Was? Kurzer Start und Ziel, was wir machen? Einmal ungewollt resetten oder? Obwohl, ja gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das Reset dann nicht ist. In der ersten und in der
letzten Runde nehme ich gewonnen. Die Abkürzung scheiße. Was? Aber und zweite und dritte lief's gut. So, ich werde jetzt pissen und jetzt können wir das mit dem Muten probieren. Warum? Geht doch bitte vor der Aufnahme, ey. Ja, nee, wir heißen ja nicht Dennis. Ja, ich durfte bei dem 5-Stunden-Stream natürlich nicht auf Klo gehen, wegen dem Timer. Was hältst du davon einfach vielleicht? Wir müssen übrigens warten, sehe ich gerade. 800 Sekunden, ist okay. Nee, irgendwie hängt das Plugin gerade. Ich sehe nichts. Hat jemand Lust auf Trauben-Nuss-Schokolade? Okay. Jetzt hat das Plugin sich beruhigt. Mach ich das Laufwerk auf. Schicke ich dir gleich. Jetzt müssen wir aber auf Tomete warten. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Das sieht falsch aus. Und das Auto nicht, ne? Gleiche Kombination von vorher. Na, warte mal, was sagt die Strecke ist anders. Was sagt denn... Das ist Bullshit. Das hat damit nichts zu tun. Noch ein Schimpfwort. Schlimm. Ja, klar, beim Alt-Entern hat er natürlich jetzt bei mir auch ein Auto ausgewählt. Es wäre eigentlich Wine Country gewesen. Ja, da müssten wir da mal... Mit dem Voxel. Aber dadurch, dass sowohl Azuka jetzt eine kleine Pause braucht, plus dass Tomete auf dem Klo ist... Da es falsche Strecke ist, da gehe ich jetzt auch einfach mal. Los. Wieso bin ich noch da? Jetzt hört sich besser da jetzt, oder? Aber bringt uns nichts, wie gesagt, Azuka braucht eine kleine Pause. Hat sie geschrieben. Nach einem Rennen brauchst du eine kleine Pause. So. Was fahren wir denn als nächstes? Erstmal noch gar nichts. Nicht National Forest. Nein, ich meine das Auto. Macht da ja automatisch. Kann ich dir gleich. Ja, das ist mir schon klar, das ist automatisch. Aber eben stand da kein Auto, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ja, okay. Wenn ich Mikrofon auf Standard stelle, kommt nichts. Wenn ich auf das richtige Mikrofon nehme. Mikrofon aus. Ja, es war aus bisher, also ein OBS zumindest. Ja, gut. Ausgezeichnet. Ja, genau. Wine Country rückwärts, Vauxhall. Ja, das hier ist aber eine schnelle Forest. Ja, hab Geduld. Laut bis 10. Ich weiß, was ihr im Radio hört. Instrumentalversion, muss man dazu sagen. Ist die Instrumentalversion nur. Oh, Vauxhall, das Rennen ist scheiße. Wenn man aber den Text halt kennt, weißt du? Naja. Sollte alles wieder top sein. Top. Also Auto stimmt zumindest und Strecke sieht nach Wein aus. Und rückwärts ist es auch. Sehr gut aus. So, dann fahren wir jetzt aber manuell hier. Gerade bei dem. Ich weiß selbst nicht, welche Gänge ich wann wo nehmen soll. Aber egal, was du tust, Azuka, es ist besser als Automatik, ja. Ich weiß nicht, ob Azuka wieder da ist aus ihrer Pause. Hat sie denn geschrieben? Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Also die Gänge sind voreingestellt. Kannst mit 5 starten. Ja. Ja, für die Noobs, ne? 5. Gang starten, gute Idee. Ja, im dümmsten Fall müssen wir jetzt 800 Sekunden runterzählen lassen. Du wirst zählen. 795, 794, 793, 792, 793, 793. Alter, das hat 13 Minuten. Warte mal, wir müssen ja noch warten, ne? Einmal raus. So, ich mach da nämlich jetzt mal jemanden lauter. Mann. Jedenfalls, wenn irgendwie. Ach, jetzt. Also, meistens ist es gut, dass die Zeit so lang ist, aber diesmal ist es schlecht. Oh, jetzt könnte es so laut genug sein. Ach, das hätte ich auch gleich machen können. Ich mach mich mal lauter, Moment. Oh, das ist... Da musst du... Machst du jetzt wirklich? Weil da musst du dich wieder leiser machen. Nee. Oh, Azuka. Oh nein. Oh. Bildschirm groß. Okay. Ich, oder? Ja, ich. Warum das denn jetzt?
Fängt gut an, ich krieg grad Magenprobleme, ey. Kannst du nicht vor dem Rennen auf Toilette gehen? Das hat damit nur, weil ich Magenprobleme hab, was? Nein. Da bremst schon wieder einer. Boah, es war Tomete. Der muss ja die Abkürzung fahren. Ja, wahrscheinlich, weil er in die Abkürzung fahren will. Oh Mann, ey. Ja, extra dafür bremsen ist. Der will die immer fahren. Nehmen. Du wirst ihm das auch nie aus dem Kopf schlagen können. Andersrum kann man so fahren, aber mit dem Speed ist aber so. Oder das Rennen kann jetzt gerne zu Ende sein. Nope. Nee, wir haben 5 Runden. Was war das denn, Auto? Ach, ist das der richtige Gang? Oder der völlig falsche? Oder der halb falsche? Ich bin hier im vierten, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das ist ja das Problem, ich weiß es auch nicht. Der sechste ist gut. Gilt, habt ihr auch der sechste, willst du verarschen? Ja, immer im sechsten, alles im sechsten. Ja, auf die Haarnadel. Du darfst niemals schalten, du musst immer im sechsten fahren. Würde etwas mehr Spannung reinbekommen. Ich meine, der In-Game-Fahrer kann ja vom 6. auf das Auto anfahren, also. Jo. Das kriegt er hin. Der hat echt einen ruhigen Fuß. Nö, das geht schon, ne? Sie machen ja bei jedem neuen Rennen hast du halt eine neue Kupplung drin. Hat ihr überhaupt den 6.? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, der hat nur den 5. Ja, genau, teste ja, einfach so mal. So weit kommt's noch, du. So weit kommt's noch. Komm, los, teste es. Für die Wissenschaft. Wird sich bei den 5. von dem Ding hier. Ja, warum sollte die Automatik bleibt auch aktuell noch im 4. Was? Okay, dann hat er vielleicht nicht mal einen 5. Ja, doch, doch hat er. Sicher? Teste doch mal. 100%ig sicher. Ohne irgendwelche Zweifel. Nee, aber die Automatik hält mich hier aktuell selber auch noch im 4. Aber jetzt bestimmt nicht mehr. Oder? Okay, der dritte geht bis 172. Das sagen sie alle. Der geht länger. Aber nicht jetzt. Ich glaube auch, der geht bis über 180. Wollte aber gerade. 100, so. Paar 90, glaube ich, so, oder? Ich glaube sogar 190. Ja. Aber ich fahre den dritten. Aber deswegen, ich weiß auch nicht genau, wann man dann schalten sollte. Also ich schalte bei 180 in den vierten. Warum denn? Magen, hör auf! Ist halt, wenn es geht bergauf, dann lohnt sich das ja nicht, weil man irgendwie vom Fett wegkommt. Nee, das ist durchaus interessant, weil ich schalte hier bestimmt schon bei 165 oder so. Ja, das ist zu früh, auch definitiv. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, wann du schaltest, sondern eher für welche Passage du dir welchen Gang aussuchst und dann halt committen. Also ich kann jetzt die Geschwindigkeit ja, nicht genau sagen, ganz... Ja, aber wenn man jetzt von einer normalen Situation ausgeht, dann ist es eben halt 180 mehr Sweet Spot. Natürlich bestimmt die Strecke, das natürlich auch irgendwo mit, ja. Mitten im Rennen, es flackert kurz und jetzt habe ich wieder ein schwergängiges Lenkrad. Ich meine, das ist jetzt bei dem Auto glücklicherweise egal, aber wenn das am CLK passiert wäre, wäre das kacke gewesen. Was ist denn da los bei dir? Ich weiß es nicht. Das klingt wie damals bei Jonas, ja, wo sein Lenkrad einfach so mitten im ach, Rennen die, sagte, die Gradzahl. Bats, jetzt sind wir bei 900. Genau, dann musst du halt kurbeln. Beste ist, ich habe das Lenkrad von ihm hier liegen, nutze davon aber nur die Pedale. Nee, der geht ja wirklich doch richtig. Bis 173 geht der fünfte. Der vierte? Der fünfte? Bin mir relativ sicher. Der dritte meinst du? Der dritte geht weiter als 170. Ich fahr den doch. 173 habe ich eben danach weiter nicht mehr. Ja, war, je nachdem. Dann ging es wahrscheinlich bergauf, genau. Ja, kann schon sein, so genau habe ich jetzt nicht drauf. Ja, das wird daran liegen. Wie gesagt, bei dem, wo ihr im dritten. Ich hänge hier die ganze Zeit im vierten dran. Ja, ich glaube auch gar nicht, dass es so schlecht ist. Ich fahre auch einen Großteil im vierten. Und ja, manchmal musste halt im dritten, aber ich weiß halt nicht wann. Ja, aber da kann ich ja nicht reingrätschen. Das ist ja die Automatik nochmal. Oh, jetzt ist es wieder leichtgängig. The fuck? War wieder flackern und wieder leichtgängig? Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass das, ob wann es war. Ich habe nur bei der Kurve gemerkt, dass es auf einmal wieder leichtgängig war. Und flackern habe ich nicht gemerkt. Hast du das jetzt schon länger oder ist... Nee, es war ja schon immer, also seit damals, als das Spiel rauskam, hatte ich dieses Problem. Aber wenn es dann halt einmal leichtgängig war, dann war es leichtgängig, fertig. Also dann hat sich es nie wieder geändert.
Und jetzt ist es halt irgendwie mehr so, dass es mal so und mal so ist. Ah, vergessen runterzuschalten. Aber ich fall tatsächlich auch den größten Teil im vierten an sich. Also die Automatik ja, hätte ich auch. Ich bin jetzt in U-Turn im vierten gefahren, das ist glaube ich nicht so die brillanteste Idee. Das Dumme ist, eben hat er die Taste nicht getriggert. Oh, ich bin hier gerade im dritten. Ah, mit so bei 153 zieht die Automatik auf vierten hoch. What? Ja, okay, das ist definitiv viel zu früh. 152, 153 und er schaltet auf den vierten halt. 76 im dritten, da gut. Nee, das zieht er nicht, das ist nix. Ich kann da nichts für, wenn die Automatik das macht. Ja, das ist auf jeden Fall falsch. Am besten noch, wenn es gleich aufdreht. Okay, jetzt bin ich bei 100. Ja, der kann richtig hoch im dritten noch. Ihr habt recht. Die Frage ist nur, hat er da Leistung oder nicht? Bis 180. Ab dann ist der vierte besser. War eben schon bei 190. Oh, was mach ich denn da? Wo lenke ich hin? Immer der Straße folgen, Oh, was hab ich denn da auf einmal? Ich war zu nah bei Tomates, ich dachte, ich zieh wohl einmal kurz weg, wie es aussah. Wie dumm war die Logik denn von mir gerade? Reicht sich am Bus, Ali. Ich hab ja schon hier über alle Berge die Strecke hast. Alter, er nimmt die Abkürzung, haut von mir ab, ich nehme sie nicht, fahr übers Grüne und er ist trotzdem weiter weg. Ja, dann fährst du die irgendwie falsch. Mit der Abkürzung hast du keine Chance. Ja, muss ich besser jetzt machen. Ich knutsch nicht bis nach hinten durch die Wand. Du bist zum Beispiel auch nach der Abkürzung auf der völlig falschen Seite der Straße. Die nächste Kurve ist nach rechts und du schepperst ja fast rechts gegen die Wand, wenn du aus der Abkürzung rausgehüpft kommst. Mich bei der Karre stört beim Runterschalten ist, dass sie dann ganze 10 km/h verliert, dass sie den nächsten Gang drin haben. Das kann allerdings übrigens auch an der Automatik liegen. Obwohl, jetzt überlege ich mir gerade, ich meine, mit langsamen Autos kann man sich's überlegen, ne? Das hier ist ein langsames Auto. Ja, aber ich kann es eher andersrum empfehlen. Ja, in der anderen Richtung der Strecke ist es, ja. Aber ich habe es auch nicht probiert. Also, wenn man die Strecke andersrum fährt, bringt das was. Macht auch der Speedrun-Typ so. Und das bringt auch tatsächlich was. Also, das war tatsächlich dann langsamer. Könntest ja mal testen. Wie kommst du denn aus dem Schwung raus? Musst du da bremsen oder kannst du da so rumfahren, Tomate? Kommt drauf an. Okay, also es geht zumindest mal. Möglich ist es. Es klappt nicht immer, aber... Ich glaube, ich fahre das mal, ich habe ja eh nichts. Warum hast du hier gebremst? Ich bin's auch gefahren. Soul, du konntest es sehen. Ja. Und? Eigentlich größer ich geworden, gebremst, kleiner geworden. Aber ich hatte irgendwie so eine Art... Ich glaube, jetzt man kommt da Vollgas raus. Ich hatte so eine Art Ghosting beim Runterschalten. Das nee, du, war du bist näher dran, auf alle Fälle bist du näher dran jetzt. Also im Sinne von, du hast aufgeholt. Dann ja. Könnte es vielleicht ja, genau. Sogar bringen, weil man kann da tatsächlich Vollgas raus. Das Kampfer. Vollgas war es, aber Soul meinte, er ist näher gekommen. Ach so, okay. Ja. Na ja gut, dann hat es natürlich nichts gebracht, wenn das so ist. Könnten wir mal gucken, ob wenn jetzt meine Rundenzeit auf einmal spontan der Bestzeit ist, obwohl wahrscheinlich eher nicht, ne? Woher auch bei diesem Bergaufstück, ey, irgendwann muss man den dritten schalten, aber ich habe keine Ahnung wann. Oder kann man das echt im vierten fahren die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich könntest du theoretisch auch die ganze Zeit im vierten fahren, aber. Naja, die Frage ist, was das schnellste ist. Ich vermute fast, dass das schneller ist, im vierten zu bleiben, weil er einfach 10 km/h verliert, wenn man runterschaltet. Das ist doch nicht normal. Das ist ein scheiß Schaltvorgang.
fühlte sich jetzt eigentlich nicht so langsam an. Und das wäre halt eine Sache, wo... Alle paar Minuten oder was? Ernsthaft? Hört sich aber nicht gut an. Krämpfe. Ja, die... Ich mal, muss mal ausprobieren, dass ich so eine 5 Stunden HP2 gespielt hast, dann hast du auch gewisse... Oh, schön, ich vergessen runterzuschalten. Ah, das ist blöd. Ja, das wäre jetzt halt der Punkt, wo Ghosts halt so nützlich wären. Oder Sektorzeiten. Mit ja, Delta Ghosts wären mir lieber. Und aber mit, ja. Mit Delta-Anzeige am besten. Ja. Dann würdest du mit Delta-Anzeige wäre richtig geil. Dann würdest du mich sofort sehen, ob du Zeit verloren hast. Ja, mit dem Ghost auch. Ja, mit dem Ghost auch, das ist richtig. Wenn du nicht schon eine Minute dahinter bist. Ja, gut. Das ist dann natürlich Voraussetzung, ja. Also ich bin nicht schneller gefahren. Ja, ich habe auf jeden Fall an einer Stelle vergessen runterzuschalten. So gesehen zählt der Versuch nicht, deswegen mache ich es jetzt nochmal. Fahre ich jetzt nochmal außen und fahre das nochmal im vierten hoch, die in der. Mal gucken, ob das was bringt. Man nimmt halt einfach mehr Schwung mit, wenn man außen fährt, ne? Ja. Ja, bringt nur was, wenn man es andersrum fährt. Was andersrum fährt, dann bringt es das halt nicht was. Bei langsamen Autos. Ja. Ja, yeah, das ist Voraussetzung. Das bringt es natürlich auch nicht. Jemand musste dich mitnehmen, war klar. Tschüss zur Miete. Ich glaube, jetzt mache ich keine Experimente mehr, jetzt fahre ich einfach in 4. Das sagt er jetzt nur, weil Wurm hier ist. Ja, ja natürlich. Kein Rennen wird gewonnen bisher, das sind ja gute Aussichten. Das sollten wir so beibehalten. Ab hier ist es theoretisch möglich. Das ist theoretisch möglich. Theoretisch möglich? Ich kann aber gerade sagen, ob es möglich ist, wissen wir noch gar nicht. Bisher war es nur ein Mög. Möglich, dass einigermaßen gescheit im vierten zu fahren, glaube ich. Er zieht bei 150 so schlecht, aber ich mag das halt auch nicht, dass er dann 10 km/h verliert und dann runterschaltet. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht vom Schalten nur. Es ist auch, ich meine, du schaltest ja dann runter, wenn es ein bisschen langsam wird, bei der Kurve zum Beispiel, dann verlierst halt sowieso Geschwindigkeit. Und dann halt noch mehr natürlich das Runterschalten. Hauptsache, der schaltet dich in 5. Dann gibt's halt Autos, die verlieren fast gar nichts beim Schalten. Aber der hier ist ja extrem. Ist aber auch ein großer Unterschied zwischen den Gängen. Ich meine, also von der Drehzahl her. Ja, bis ich meinen Fehler da gemacht habe, also bis der Schalter da nicht getriggert hat. Also die Schaltwippe, da, bis dahin hat's ja alles gut geklappt. So, jetzt komme ich natürlich noch an die Stelle, wo es eigentlich sind. Wow. Ja, und Bestzeit war aber mit außenlangfahren, nicht mit innenlang. Gleich auf Isaac gestanden. Aber hier würde es natürlich eine ganze Menge Sinn machen, runterzuhalten, aber... Okay, ich bin jetzt alles vierten gefahren, das ist schneller. War nur ein Zehntel, aber immerhin. Also man scheint da nichts zu verlieren, wenn man im vierten bleibt. Du kriegst ja, eine Sekunde raus, ey. Boah. Ja, gut, ne? Ja, jede Runde, also jede Strecke. Dass ihr euch um eine Sekunde Gedanken machen könnt. Ja, nur Sekunde. Keine Ahnung, wie viele Gedanken machen, ey. Oh, das sind dann, ja, 10 Vektometer. Bei uns sind es eher Minuten als... Nö, Sekunden schon. Also gerade sind es 10 Sekunden zu Tometer. Und Stevie waren... Nee, Tometer passt irgendwie 11. Zur Gesamtzeit. Und Stevie 10. Oh, jetzt nochmal... Ah, schade, das geht nach dem Ziel nicht mehr. Jetzt kann man das doch, du kannst rollen, du musst halt nur vor der Zieldurchfahrt neutral schalten. So, weil ich wollte jetzt auch für Spaß sein bei den 5. schalten. Ich bin 2,42 gefahren.
Woran hat man gemerkt, dass... Die letzte Runde mit dem Innenabfahren war fast die Bestzeit. 42.06 versus 42.13. Also aber gleich Steve, schnell. Wie du siehst, ich habe die höhere Topspeed als du. Also ja, ihr seid alle bei über 210. Ich habe es gar nicht geschafft. Wenn du die Kurve nicht bekommst, so irgendwo geradeaus... Das ist nämlich das Ding, das kommt durch das manuelle Getriebe. Aber wie um alles in der Welt hast du denn noch verdammte 2 Sekunden rausgeholt? The fuck? Mehr Vierter. Ich bin ziemlich viel Vierter gefahren. Ich hab sit one out. Dass man das, dass man das auf Englisch so sagt. Achso, nee, Demon, du kannst ja starten, das Rennen, oder? Ja, sie muss einfach noch beobachten machen. Man kann auch zugucken, also... Sie will dieses Rennen einmal aussetzen. Genau, du kannst einfach das Rennen starten, oder? Wir müssen nicht den Counter abwarten oder sowas. Oder sie muss halt einfach auf beobachten. Naja, ist sie ja, aber solange nicht alle gewählt haben, zählt der Counter runter. So, dann... Achso. Ja, das Blöde ist, ich kann es zwar starten extern, aber dann muss ich natürlich ultraschnell ins Spiel wieder rein. Oder wie sage ich, ich soll kurz vom Server gehen und wieder reinkommen. Kann er direkt wieder reinkommen? Dann schreib ihr das, solange sie noch liest. Hauptsache, das vorletzte Rennen will sie nicht. Erst recht, was ein Sprintrennen ist. Ah. Perfekt. Und jetzt könnte sie direkt wieder connecten. Ja. Das ist ein Sprintrennen, das lohnt sich gar nicht, es auszusetzen. Wollte sie aber. Ja. Hey, Karre. Boah, das ist jetzt ein Sprint. Da bremst schon wieder einer, Tomete war es. Ja, der bremst viel. Wo geht's lang? Rechts. Okay. Oder du drehst Fehler gemacht, sehr gut, sehr gut. Ja, sah lustig aus. Ja, er ist aber von rechts die Kurve angefahren, also. Alter, du kannst auch aufhören mit dem Rutsch. Der rutscht viel. Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt. Dann könnte ich nämlich einmal im Leben besser als Soul sein. Ja, beim Sprint könnte es sich ausgehen. Zurück. Nee. Ja, gut. Wir driften wohl heute viel. Aber ich glaube, ich hatte ja ein Rennen, von den HP2, aber auch ein Sprint. Hat eigentlich irgendwie einer mitbekommen, ob sie wieder den Server connected hat? Nicht drauf geachtet, aber also nichts gesehen zumindest. Man wird ja eigentlich eingeblendet am Bildschirm. Ne, ist nicht da. Hast du jetzt extra kurz eben getappt oder was? Ja, ich hab's ja auf dem Lenkrad auf dem Knopf. Motete, lass das. Motete. Was soll ich das nicht überholen? Nee. Was die, wie ich fürchte, Zoe kriegt. Was auch immer. Kriegt eine Banane zum Geburtstag. Er wird uns doch überholen. Natürlich, der ist doch schon längst da. Ich bin so geschafft. Dunkler Tunnel. Ja, komm. Ich musste später den Fehler machen, den Tomete gemacht hatte. Ah ja. Muss man alles wieder ausgleichen. Glaub mir, meine war schlimmer als deine. Ich habe einen 360 gemacht. Oh, Azuka schreibt im Discord.
Also noch nichts geschrieben, aber sie tippt gerade. Ich wollte da nicht hin. Ich fahre hier lang, ja. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen. Na guck mal. Ball. Ich habe ein Rennen gewonnen. So ein guter Anfang. Warum eigentlich? Welches denn? Unverschämtheit. Ja, immerhin Platz 2, ne? Vor heute. Also unter den normalen Umständen. ZTQ, was ist das? Oh, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wahrscheinlich Hand eingeschlafen, aber ich weiß es nicht. Was? Stimmt das? Frage ich jetzt mal nach. Stimmt was? Sehr Carrera GT? Ja, das stimmt, aber lass mal Suka im Discord fragen. Ich gehe mal kurz die Fragen. Okay. So. Jobkrampf, was ist das? Komm, die 5 Runden schaffen wir da wohl noch. Magen, come on. Ich weiß, dass ich dafür nur aufs Klo muss, damit sich das beruhigt, aber die 5 Runden schaffen wir. Ist das letzte Rennen, oder? Habe ich jetzt Blödsinn erzählt? Nee, ist das letzte, ja, ne? Ja. Naja, wir hatten nur, haben heute Gott sei Dank nur einmal Tropen. Vielleicht hätte ich das häufiger gebraucht. Kirsch macht einfach keine Fehler. Bisher habe ich nur Kleinkramfehler gemacht, nichts Schlimmes, jetzt, aber hier ist halt dieser komische Sprung am Ende. Ja, kurzer Stevie-Break. Guys have fun, I'm already worn out. Jetzt für die 2 Rennen dabei, ne? Beigezählt, glaube. Kann man damit Lenkrad Händeprobleme bekommen? Ja, sie spielt, glaube ich, mit Controller, oder? Nee, er hat das gleiche Lenkrad wie ich. Momo. Die fährt alles mit Lenkrad, sagt sie. Nur Gamepad ist das wahre Input-Device. Für einen. Ja, da bin ich anderer Meinung. Was? Ich hab grad nicht verstanden. Guck mal, ich komme vor dir ins Ziel. Da. Ja. Ja, das sagt aber bei HP2 auch nicht allzu viel aus. Weil da kommt fast jeder schneller ins Ziel. Ich werde behaupten, ich komme in jedem Spiel. Oh, sorry. Ja, gut, wie gut du in NFS 4 bist, weiß ich jetzt nicht. Ja, NFS 4 ist gut, ja. 5 Stunden habe ich geübt. So lange kann man üben. 5 Stunden reicht nicht, sei denn du meinst für die eine Strecke und wir spielen nur die Strecke am Wochenende. Also in NFS 4 bin ich jetzt auch nicht gut, jetzt aber wesentlich besser als in HP 2. In NFS 4 bist du gut. So, können wir jetzt dieses letzte Rennen fahren? Ah, nee, Stevie ist ja noch weg. Doch, nee, der ist wieder da und Asuka hört auf, also wir können starten. Going to call it a day, Wahnsinn. Ich meine, bei ihr ist doch gerade erst Nachmittag oder sowas. Ja gut, sie Freizeit ist ihr wichtiger. Wer weiß. Vielleicht ist sie auch noch arbeiten und hat das einfach nur in der Pause gezockt. Nee, aber ich nicht. Ich hab beschlossen, so ein Karre-GC fährt man mal mit maximalem Drehung ran. Ja, dann geht's ja. Ich fahr irgendwie immer nur mit maximalem Drehzahl an. Ja. Doch schwer zu kontrollieren, man muss es ein bisschen kontrollieren, weil man die Drehzahl nicht halten kann. Feigling. Ja, und? Bremst der da? Da hättest du sogar noch freie Sicht. So, jetzt wüsste ich gerne, ob oben oder unten schneller ist. Also oben ist bequemer. Ich entscheide, ob du chillen willst oder ob du die Schatten nehmen willst. Beides.
Okay, die Abkürzung habe ich jetzt schon wieder verhauen. Wasserfall, schön. Du und die Tropen. Ja. Wenn das bei dir ist, so wäre ich glücklich, ja. Aber der Kirsche wird in Edifice 4 genug. Ja, ich will mal nur auf P2 gehen. Das kriege ich heute nicht hin, das lohnt nicht. Jetzt, wenn ich heute gut gefahren hätte, hätte ich das nicht hinbekommen, weil jetzt dran laufen jetzt besser. Aber Kirsche zieht immer noch auf und davon, der ist on fire heute. Hätte ich sowieso keine Chance gehabt. Ja, heute gut. Bisher. Jetzt kommen noch die Sprünge vor Startziel. Da kann alles schief gehen. Ja, das rettet mich jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube, ich fahre da jetzt einfach super langsam drüber. Das rettet mich sowieso mit nicht mehr. Mit 10 km/h, sagst du? Na, 20 würden auch gehen. Fahr doch mit 250 über die du gestern mit deiner Corvette gemacht hast. Mit was? Ich glaube, das war die Corvette aus mit 250 drüber und das war immer schon gut abgefüllt. Ist gerade eine Idee für den Thumbnail mit dem Deutsch-Texaner gekommen, aber das kann ich glaube ich nicht bringen. Dann verrat's uns wenigstens. Er hat halt so Ku Klux Klan-Typen gedacht. Okay, Moment. Ich weiß gar nicht, ob das so üblich in Texas sind. Ja, klischee-mäßig soll das ja in Texas sehr verbreitet sein. Gut, aber weiß ich jetzt gar nicht, aber aus dem Fall konntest du hier gar nicht aus Texas, so gesehen. Oder? Ist Denver Texas? Nee, oder? Nee. Nee, das ist irgend so ein Mittelding. In so einem Mittelding. Also ist halt ein Stück höher. Oder warst du aber langsam reingefahren? Ja, erst rechts die Wand, dann links die Wand. Okay, Spiel. Abgeflogen oder was? Aber Mondlandung. Ja, nur fair, ne? Wenn ich die Wand berühre, musst du halt komplett abfliegen. Ich finde das nur fair. Oh. Och Mann! Jetzt bin ich gecrashed und dann hört sich aus der Abkürzung raus, die eigentlich sogar leben Ich bin wollte. In der Abkürzung auch gecrashed, ja, also. Dass ich mich sogar resetten musste, weil ich schön da dachte, ey, da ist die Mauer, da knall ich mal eben schön gegen. Dann kommt man mal nicht dran, ey, und dann macht das Spiel sowas mit mir. Ach, 0 km/h Bug hatte ich im Speedrun auch gehabt. Auf einer langen Geraden. Auf einer langen Geraden. Ja, das ist ja, das ist blöd. So ist die zweite Runde dann auch gleich null. Da hätte ich den Speedrun abgebrochen und neu gestartet. Ja, ich wollte nicht drei Stunden neu starten. Dann wird sowieso keine anständige Zeit mehr, also. Ja, by the way. Und leider scheint der Typ doch ganz gut zu sein. Zumindest ist der den Championship gemacht hat. Aber ich würde trotzdem mal, also wenn du es ernst meinst, irgendwas, egal was, submitten. Weil die kommen bestimmt mit irgendwelchen, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und darum zählt's nicht. Und dann bist du froh, wenn es dann nicht der eine Run war, wo perfekt für Weltmeister gereicht hätte und dann jammern die wegen einer Kleinigkeit. Ja, ich mach die Autos stimmen, dann ist das Spiel spannend. Ja, zum Beispiel Online-Rennen ist verboten, ist alles mögliche verboten. Ja gut, das hab ich hier nicht. Nee gut, das hast du bei der Meisterschaft natürlich nicht, aber ja. Bei HP2 auch ein recht langes Spiel zu machen. Hab ich mir jetzt wenigstens gesagt, okay, ich muss viel in 2 davon. Ich hab irgendwann mal Commander Keen 1 gemacht, aber das. cool. Ja, da war ich allerdings in. Also, oder. Da warst du in was? Da war ich in 5 Minuten oder 6 Minuten sowas durch, glaube ich. Das ganze Spiel, ein Level oder was? Nee, das ganze Spiel. Meine Fresse, okay. Ey, wieso fahr ich eigentlich so zickzack? Wie fährst du überhaupt? Das Ding ist nämlich, wenn du weißt, welche Level du schaffen musst, um überhaupt, also es sind nicht alle notwendig. Ach so, da gab's ja diese Karte, wo man rumlaufen konnte, um von Level zu kommen. Genau, und manche musste nicht machen, um das Spiel zu beenden, ja, aber das Spiel sagt dann halt nicht welche, das ist das eine. Cool. Dann gibt's halt noch, da gibt's halt noch relativ gute Abkürzungen und so, also das,
Da lässt sich einiges machen. Blödes Spiel, ich will nicht mehr. Was? Was mit deinem Spiel? Nee, er will nicht mehr. Oh, letzte Rennen, ne? Yep. Ja. Ja, ja. Komm, lass Kirschen gewinnen, hier und auf. Rennen.org hat sich gerade gedacht, so um mich noch mal zu ärgern, kommt zum Abschluss noch mal Kommt zum Abschluss was? Immer diese Spannung. Noch mal den schönes Tropenrennen. Okay. Aber wenigstens habe ich die Texturen hier, das macht es erträglicher. Okay, ich habe einen neuen Vorschlag für dein YouTube, wie heißt das Ding nochmal? Also dieses Startbildschirm-Dings hier da. Thumbnail. Cliffhanger. Ja, das Schlimme ist aber, bei ihm hört man ja alles. Achso, stimmt. Das ist ja das Frustrierende dahinter. Wenn, dann müssten das irgendwie Dennis oder ich machen. Noch eine Runde, verdammt. Noch zwei sogar. Noch zwei Runden für Weltrekordversuche. Oh, okay. Lass mich zwei Runden fahren. Jetzt musste ich resetten, jetzt kommt Demon. Jetzt gewinnt er noch alles, jetzt dreht das wieder um. Nein. Bei den ganzen Sekunden wieder viel. Da knall ich gegen? Nee, doch nicht. Ich hätte echt gedacht, ich würde den Renntag ohne Reset überleben. Ja. Aber war nah dran. Ich muss mir halt die Videos nochmal angucken. Ich wette, ich hatte noch nie so wenige Resets. Ja toll, ausgerechnet, dass es drankommt. Mann. Naja, das heißt, wenn ich in den Rennen vorher, wenn ich die Resets gleich verteilt über alle Renntage gehabt hätte, wäre er selber rausgekommen. Oh, ich wurde gerade zum ersten Mal beim Motor. Bitte? Oh, okay. Ich habe das Radio. Ich habe das Radio zu laut gehabt. Hauptsache, es fällt Ihnen jetzt erst beim letzten Rennen auf, ne? Oh, aber kann man mal machen. Ich wollte dich halt haben, das. Dann Alt Enter doch. Ich hätte jetzt gesagt, mach Alt F4, aber das funktioniert hier nicht. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren, auch wenn es bei dem Rennen eigentlich eh so egal ist. Ich glaube, es gibt Leute, die wollen auch in der Truppe. Ein Reset scheint in diesem Spiel ja nicht viel auszumachen, ja. So schnell, wie du wieder dran warst. Naja, wenn man den KMH-Patch nicht hat, dann macht ein Reset tatsächlich nicht viel aus. Dann kann ja teilweise sogar hilfreich sein. Ja gut, aber ich hatte halt eben auch Vorsprung vorher. Ach Gott, ey. Oh, jetzt bitte nicht. Okay, nochmal. Ja, jetzt hatte ich keinen Vorsprung. Ich merke schon, wir hätten tatsächlich mehr Tropen heute haben müssen. Nee, da bin ich ganz zufrieden mit. So konnte ich zumindest in Bahrain besser sein jetzt. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, die Fehlerquelle ist bei Kirchner höher, wenn er Tropen fährt. Oder es ist das letzte Rennen in der Liste. Man hat halt nur endlich viel Zeit zum Üben. Und dann kommt das letzte vielleicht ein bisschen kürzer als die anderen. Jupp. Letzte Rennen habe ich heute aber auch nicht geübt. Ich habe dafür 5 Stunden was anderes getan. Ja, ich auch. Geschlafen, aber... Das ist ein Driftauto. Da dreh dich nochmal auf. Oh, komm. Bleib artig hier. Ach, Demon, du bist zu weit weg. Könntest du bitte irgendwie gründlich abfliegen? Ich würde gerne verhindern, dass du noch ein Rennen gewinnst. Das bin ich in den ersten 5 oder 4 Rennen genug. Hätten wir auch besser aufteilen können. Du hättest gerne in den ersten Rennen ein paar Sekunden näher dran sein können. Ein Reset weniger oder sowas. Und dafür jetzt noch einen. Der hat genug Resets heute gehabt. Ich glaube,
Er hat keine mehr frei. Deswegen hätte er mal lieber in den ersten zwei Rennen jeweils ein bisschen weniger gemacht. Ist im Schnitt für die Gesamtzeit egal, aber für die Rennsiege nicht. Boah, gut rübergekommen. Wie du schon wieder rangekommen bist, ne? Unglaublich. Wieso war der Sprung noch? Keine Bestzeit, okay. Achso, das war ja der Crash in dieser Runde. Ja, gut. Aber der war auf jeden Fall das Beste, der über den Sprung rübergekommen. Seid schon im Ziel. Ja. Lange auf mich warten. Wo bist du denn gerade erst? Bei der Abkürzung, die am an der Küste. Bei der Küste. Weil der Küste auf jeden Fall an der Küste vorbeiführt. Vielleicht muss die Sätze lauter beenden statt leiser werden. Also an der Küste vorbeifährt. Ja, wobei es ja schon bei Küste. Dann, ich meine, danach ging es ja weiter, oder? Es ging ja danach weiter, oder? Vorbeifährt kam, oder? Nur an das der Küste fehlt. Vorbeifährt kam nicht! Nicht? Okay, ja, schon wieder. Es kam nur an der Küste. Ja, hat man einfach gedacht, was da kommen würde. Dieses Plattdeutsch immer. Oh, wisst ihr, was das Schlimme ist? Meine beste Rundenzeit ist eine 2:22:23. Oh, das ist bitter. Oh, das ist hier scheiße. Ja, aber das geht auch, glaube ich, nicht anders bei HP2. Das ist so ekelhaft. Es hätte ruhig eine 2:22:22 sein können. Nee, ich glaube, hättest du auch aufs Update packen können. Mist. Einfach nur Mist. Das Brot. Ja, guckt ihr unsere Zeiten an. Die hören alle mit einer 3 oder einer 0 auf. Und 6 gibt's halt eben auch noch. So, jetzt fahr ich rückwärts ins Ziel, das ist mir jetzt scheißegal. Das ist jetzt also den Spaß gönn ich mir jetzt. Okay, warte, wo ist denn der Knopf zum nach hinten gucken? Das war Huben. Oh, ich hab keinen Knopf nach hinten gucken gebindet, das gibt's ja nicht. Nach hinten gucken funktioniert nicht immer. Ach, weil es schon zu Ende ist, ja. Oh, gemein. Immerhin, die 3 am Ende. Alle Ratzes. Deswegen, es gibt glaube ich nur 0, 3 und 6 als letzte Ziffer, außer bei Sprintrennen. Das ist scheiße. Wieso weiß ich das nicht? Ist trotzdem schade, es wäre geil gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber nee. Obwohl, nee, hier habe ich Wine Country mit einer 1 hinten. Ja, und einer 8 auch, okay, dann kommen die einfach nur häufiger vor. Es gibt alle Zahlen. Also ich sehe auch hier gerade im Eise kommen andere vor. Aber 0, also 0, 3 und 6 kommen schon mal am häufigsten vor irgendwie. Das mit Voxel bei Wine Country war ein ASAC-Rekord. Gut, ich hab so gut wie immer grüne Zahlen. Nicht schlecht.